Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Alien Isolation, wo wir gerade das, den, was sollen wir klauen? Die Datenzelle suchen, damit wir da oben wieder durchkommen, haben hier auf dem Weg hierhin ein Alien entdeckt. Ne? Und waren gerade auf dem Weg zu flüchten. Damit wir es überhaupt schaffen, die Daten zu finden, weil da vier Leute dabei waren und wir haben auf dem Weg dahin einen Revolver gefunden. Das heißt, wir sind endlich bewaffnet und auf der Suche nach einer Datenzelle. Bauplan eingesammelt, öffnen mit Menürad. Wir haben einen Bauplan für einen Revolver. Rauchgranaten. Okay, für Revolver ich keine. Hier hinten liegt ein Toter, wie ihr seht. Wir looten erstmal ganz kurz alles. Inventar voll, okay. Haben wir hier immer noch mein Inventar voll. Revolvermunition, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Alles klar, jetzt weiß ich, woran ich die Munition erkenne, und zwar unten links, da steht eine 6 und eine 0, 1. Vorher war es eine 6 und eine 0 unten links. Daran erkenne ich, wie viele Schüsse dafür noch übrig sind. Gerät unzureichend. So, was mit dir hier? Oh Gott. Warum genau bist du tot, hä? So, Komponente einsammeln. Bauplan eingesammelt für Blendgranate. Und hier klingt es auf jeden Fall so, als wäre hier ein Alien. Hier kommen wir nicht rein. Auch wenn es so aussieht, als würde es hier drinnen was geben. Oder eigentlich nur Schränke zum Verstecken. Ich weiß übrigens nicht, ob die von da hinten irgendwann kommen. So, Oh gibt's Gott, hier. der Flugschreiber. Keine Daten. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Ach, da hinten, alles klar. Was gibt's hier? Was ist das? Damit können wir die Teile bewegen. Warum haben wir spannende Musik? Was ist hier los? Ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht, was ist denn das hier für ein Gerät? Also, der Alarm macht mich kirre. Und ich weiß nicht, warum ich den Alarm habe. Wir bewegen jetzt einfach mal die Teile hier und schauen, was passiert. Eine nach dem anderen. Da es die einzigste Mechanik ist, die wir haben. Und kommen hier hinten an die Datenzelle. Ach, die haben wir gesucht. Alles klar. Funktionierender Zugangsgenerator. So, hacken Sie den Aufzug zu Seagate Communications. Okay, das war unsere Aufgabe, deswegen haben wir das Ding hin und her geschoben. Und jetzt müssen wir uns auf den Rückweg machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind vier Leute, ich habe 7 Schüsse. Ganz ehrlich, ich werde die einfach töten, ist mir egal. Mal schauen, ob das klappt. So, mit Maus auf das Codesystem zugreifen und die Tastatur Tasten bewegen und E benutzen. Wie und jetzt? Ein korrekter Code. Ah. Zugriff verweigert. Hä? Mal schauen, ob das klappt. Also nochmal. Wir können das Ding im Kreis hier drumherum bewegen. Und dann.
Soll ich jetzt einfach nur warten? Wie kriegt du kurz Systemerfassung? Wir haben nur noch an dieser einen Stelle einen Code. So, jetzt lasse ich den Timer einfach mal runterlaufen. Ah! Okay, wir müssen also auch noch einen Code rausfinden. Also mit WASD können wir unten noch die Dinger bewegen. Die hier. Und sollen jetzt was hier auswählen? Ist da irgendeine Logik zu erkennen? Ja, ist es. Alles klar. Code akzeptiert. Okay, das muss man erstmal verstehen, aber ich hab's hingekriegt. So, weiter den Revolver in die Hand. Und da oben ist noch keiner gekommen. Gut. Hab mich umsonst gestresst. So, kommen wir jetzt hier rein. Ja, jetzt können wir uns überall reinknacken. Alles klar. So, hier haben wir's. Direkt das. Das. Und das? Sehr gut. Für alle, die es nicht verstanden haben. Das Symbol wird links angezeigt. Und man muss das Richtige finden, um die Symbole abzuarbeiten. Wenn alle weg sind, dann wird das Ding geöffnet. Können wir nicht aufheben, weil Inventar voll. Noch eine Ausweiskarte. Und hier noch ein Audiolog. Hören wir uns dann an. Uns ihn an. Nachricht an Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Naja, wenn du nichts gefunden hast, kannst du dir denken, warum das eine Priorität war. So, jetzt sollen wir uns auf den Rückweg machen. Was auch sonst. Und hoffen mal, dass wir auf den Rückweg gegen die Leute irgendwie ankämpfen können. Falls wir welchen begegnen. Ich bin bereit, sie zu töten. Sie waren auch bereit, mich zu töten. So, den Zugang haben sie zugemacht, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt so oder so einen anderen Weg gehen. So, Ziel aktualisiert. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Das können wir wo machen? Irgendwo hier in diesem Bereich. Genau genannt bekommen, tun wir es nicht. So, da ist ein Durchgang. Was gibt's hier? Hier unten können wir noch reingehen. Das machen wir erstmal. Vielleicht ist das schon richtig, ich denke aber nicht. So. Also hier, ihr erkennt jetzt, dass das erste Symbol müsste das hier sein, weil das diese Striche genau passen. Das nächste Symbol ist demzufolge das. Und das letzte Symbol passt jetzt ganz genau da drauf, ne? Ihr kennt es. So knackt man das Teil. Eigentlich recht simpel, wenn man es gecheckt hat. Bin mal gespannt, was das für eine Aufgabe wird, wenn ich unter Stress stehe. So, bevor wir uns das hier anhören. Da hinten ist so ein Story-Dialog-Ding. Schauen wir erstmal, können wir hier das schon ausschalten? Abriegelung deaktivieren. Oh, wir entdecken das Alien. Und jetzt? Auf geht's hier hin. Steh auf.
So, jetzt ganz kurz zur Info. Mir wurde so viel erklärt. Dieses Alien kann man nicht töten. Ich soll mich nicht stundenlang mit diesem Alien aufhalten, es zu töten. Ich muss vor diesem fliehen. Wir werden es zwar zwischenzeitlich mal probieren, aber das war die Erklärung, die ich zu diesem Alien bekommen habe. Viel mehr Infos habe ich zu dem Spiel nicht. Es soll mehr ein Schleichspiel sein und das Alien soll man nicht töten können. So wurde es mir bis jetzt erklärt. Aber so Schleichspiel weiß ich gar nicht. Versteckspiel eigentlich eher. Revolver-Munition, alles nehmen. So, und jetzt hören wir uns erstmal noch ganz kurz das Ding hier an. Auf Terminal zugreifen. Sogar recht viel. Ich versuche alles vorzulesen. Mal schauen, ob ich es fehlerfrei hinbekomme. An Way Chief Porter. AW Sevastopol Terminals. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt. Aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch. Für die Leute, die noch hier sind, die schlechte Nachricht. Wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben. Und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Alles klar. So, dann das hier. Das Ding geht auch länger. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Julia Jones. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest der Bevölkerung. Liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Segons kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern. Und die antike Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in den Tiefen des Weltraums bezahlen müssen. So, ein Audiolog? Das funktioniert nicht, oder? Hä? Okay, gleich nochmal. Das Audiolog hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, weil hier nichts drin ist. Deswegen, alles klar. Hier ist auch nichts drin. Okay, gut. Dann, weiter geht's. Jetzt können wir noch. Also, hacken Sie den Zugang zum Bla. Wir hätten jetzt noch hier in so ein Rohr reingehen können. Da gehe ich jetzt erstmal noch hin und schaue, ob es in diesem Rohr irgendwas gibt, weil ich denke, das Rohr ist nicht das, was ich suche. Wir machen das aber anders. Und zwar habe ich gesehen, dass hier oben dieser Durchgang versperrt ist. Ja, und wenn dieser Durchgang versperrt ist, können wir uns den Rest schon denken. Wo ist das Alien hin? Hier hoch? Sieht so aus, ja. Das Alien ist in diesen Schächten drin. Strebe entfernen. So, A. So, jetzt haben wir hier einmal einen Gang zum Klettern. Da gehen wir erstmal rein und schauen uns hier drinnen um. Scheint wohl der gleiche wie der hier zu sein, oder? Nee. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin. Ja, es ist der gleiche Gang. Alles klar. Was gibt's hier? Hier gibt es einmal irgendwas zum Looten. Dann das hier. Ja. Können wir nicht alles mitnehmen. Inventar voll. Sonst gibt's hier nicht. Das sieht aber auch eher wie ein Versteck aus. Dann haben wir damit jetzt schon das erreicht, was wir wollten.
Ja, haben wir. Wir sind wieder zurück. Und wir müssen jetzt theoretisch eine Etage höher. Und hier oben war noch ein Speicherpunkt. Wenn der noch aktiv ist, nehmen wir den nochmal mit. Ja, er ist noch aktiv. Perfekt. Überschreiben, ja. So. Da lang. Und jetzt müssen wir eigentlich nach oben. Und ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ich schaue mich ganz kurz hier mal um. Also dafür, dass hier eigentlich die Leute mitkommen sollten und mich suchen sollten, ist ja einfach mal keiner von den Leuten. Das heißt, wir gehen nach oben. Hier sind wir immer noch an der gleichen Stelle, nur eine Etage tiefer. Hier habe ich mich vorhin auch nicht weiter umgeschaut, weil ich Stress hatte und runter wollte. Hier auch nicht, oder? Nee. So, hier sind wir schon relativ weit oben. Achso, sie haben hier auch verschlossen, alles klar. Erst das, dann das und das. So. Was ist los da unten? Was ist das, Alien? Gibt es hier irgendwo ein Versteck für mich? Ist das absichtlich so programmiert, dass es mich nicht entdeckt? So, unsere Aufgabe ist eigentlich klar. So. Mahlzeit. Oh, was ein ekliger Mund. Okay, aktuell Spielstand laden. War ganz gut, dass ich mich hier nochmal versteckt hatte, bevor ich da weitergegangen bin. Noch, dass ich nicht versteckt hatte, ich nochmal gespeichert habe. Und jetzt muss ich also da oben überlegen, ob ich da irgendwas zum Verstecken hatte. Mir fällt echt nichts ein, wo ich mich versteckt hatte. Wir können mal auf das Alien schießen und schauen, was passiert. Ich meine, eine Waffe haben wir. Zugriff gewährt. So. Wir wissen ja, dass das Alien schießt. So, da. Also, so wie es aussieht, kann man es nicht töten. Egal, was wir tun. Nee. Und das ist wieder, ja. Na gut. Dann ist das also die falsche Methode. Jetzt lasst mich überlegen, wo wir uns verstecken können. Vor diesem Vieh, bis es weg ist. Also wir müssen es ja irgendwie so wegbekommen, dass wir überhaupt irgendwie darauf klarkommen, dass wir uns da unten in diesen Raum gehen können. Wenn wir uns beeilen, würde mir ein Versteck einfallen, wo wir hingehen können. Da müssen wir nur ausprobieren, ob es da reinkommt. Zuerst das. Das und das. Und zwar als Versteck fällt mir ein.
ganz da hinten diese Röhre. Da sprinten wir einfach mal hin. Schauen uns nichts an. Und gehen hier in diese Röhre rein. Drinne sind wir. Ja, das zieht uns tatsächlich wieder raus. Oh, das war gemein. Das war fies. Wir waren schon fast drinne. Okay. Wir brauchen eine Idee, wie wir dieses Vieh loswerden. Hier unten gibt es theoretisch genug Schränke, wo wir uns verstecken können. Hier unten. Aber ich glaube, so weit runter kommt, verfolgt es uns gar nicht. Da ist das Signal. Das. Das und das. So. Auf der anderen Seite schauen, ob es da irgendwo was zum Verstecken gibt. Sieht nicht danach aus. Schon hinter mir her? Nein, noch nicht. Sehr gut. Rein hier, komm. Und damit hätten wir uns von der Theorie her versteckt. Von der reinen Praxis her bin ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee war. So, es wartet dort davor. Und es kann uns aus dem Schacht ziehen, wenn wir noch nicht ganz drin sind. So viel wissen wir. Mehr weiß ich nicht. Deswegen, wenn ich jetzt hier zeige. Es ist momentan weg. Ja, ich würde mal sagen, no risk, no fun. Das schaffen wir nochmal, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben. Und dann auf hier hin. Hacken. Das. Das und das. Beruf gewährt. So, dann sind wir erstmal das Vieh wieder los. Und das war schon etwas aufregender, muss ich sagen, wie es ist. Weil da wir es auch nicht töten dürfen, die können dieses Vieh, so wie es aussieht. Es hat einfach komplett alle Schüsse ignoriert. Und ja, diese Information bekommen habe, dass wir es tatsächlich auch nicht töten können. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ja, machen wir das doch mal. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Okay. Die Kamera hat wohl Interesse an mir. Hallo. Kann meine Boobies in die... Meine Augen sind weiter oben. Ich weiß, ich habe Brüste, aber meine Augen sind hier. Hallo. Ihr Augen. Ja, alles klar. Die Kamera hat Interesse an meinen Brüsten, nicht an mir. So, Tür ist verschlossen. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Alles klar. Ich würde gerne irgendwo speichern, wenn irgendwo ein Speicherpunkt für mich vorgesehen ist. Neuverkabelung brauche ich jetzt nicht. Alles mitnehmen außer den Schrott, weil wir voll sind.
würde auch einfach mal behaupten, wir machen Folgendes. Wenn ich jetzt einen Speicherpunkt finde, dann werden wir die Aufnahme für heute beenden. Für Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthetiken des Modells Hiwi sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeksons Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Schön. Dass man erkennt, ob man mit einem Roboter redet. Ist doch schön. So, hier unten gibt's wohl nichts. Was ich hier sehe. Unser Ziel wird hier drinne sein. Ja, hier geht's aber auch nicht rein. Was ist mit dir? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Okay. Davon würde ich abraten. Okay. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg hier hinten? Ja, sieht schon ganz gut aus. Gibt's hier noch was? Nö. So einen Speicherpunkt haben wir hier nirgends. Was haben wir hier drinne? Ein wenig Loot und hier ein Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Leertaste halten, um den Bewegungstracker zu benutzen. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Ja. Alles klar. Gut. So. Inventar ist voll. Neuverkabelung will ich nicht. So, wir lesen noch ganz kurz uns das hier durch, was wir noch so bekommen, und dann schauen wir, ob wir noch irgendwo einen Speicherpunkt finden. Okay, es ist sehr viel zum Lesen. Finden wir vielleicht vorher irgendwo einen Speicherpunkt, den ich übersehen habe. Ich würde gerne in der nächsten Folge vorlesen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich sehe hier keinen, hier nicht, hier nicht. Ich renne nochmal ganz kurz hier den Weg zurück und schaue, ob ich hier irgendwo einen Speicherpunkt sehe. Wenn ich hier keinen sehe, dann ist es so. Aber ein Versuch, einen zu finden, ist es immer wert. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthetiken des Modells Hiwi sofort erkennbar. Nö. Marktforschung hat ergeben, keine Speicherpunkte vorhanden. Gut, dann lesen wir da hinten erstmal das Ding durch und dann schauen wir weiter, wie wir hier irgendwie drauf klarkommen. Sodass Sie stets wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das. Und dann nehmen wir notfalls noch eine Folge weiter auf. Also wir haben wieder dieses alte Speicherpunktproblem, wie wir es bei Konsolenspielen ja bereits kennen. Man kann nicht frei speichern. Das ist für viele Spiele anscheinend eine extreme Herausforderung. So, hier. Auf Terminal zugreifen. Türüberbrückung. Hax, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden. Während wir herausfinden, was hier los ist. Schief. Okay. So. Fehler. Ungültiges Argument. Alles klar. Haben wir hier. Unser Manifest zuerst erschien im Auge von Segons. Wir wollten ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Segons soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf ihre Reise anschließen. So ein Audiolog, das können wir gleich vorlesen. Zubehör, Zuzugriff. Türmechanismus überbrücken. Okay, so, das hören wir uns noch an. Falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seekson Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Gut, so, jetzt haben wir eigentlich hier Hinweise bekommen, dass wir irgendwas
an der Decke überbrücken sollen. Das machen wir gleich. Da wir keinen Speicherpunkt gefunden haben, gehen wir doch noch in die nächste Folge. Sensor voll. Das ist wieder so ein Arbeitsgerät. Da haben sie irgendwie Spaß dran. Das ist auch voll. Weiß echt nicht. Können wir hier was herstellen? Gerät gebastelt. Was ist das? Rauchgranate? Benutzt die eh nicht, aber... Zumindest würden wir damit das Gelumbe loswerden. Rauchgranate gebastelt. Und was hätten wir sonst noch? Eine Blendgranate. So. Das hätten wir dann alles. Dann können wir hier wieder looten. Richtig? Richtig. Hierfür können wir nichts basteln. Medkits. Eine der wenigen Sachen, wo ich sage, dass die eigentlich am meisten Sinn machen. So, wir gehen in die nächste Folge. Wie gesagt, wir schauen, dass wir gleich hier irgendwie eine Lösung für finden. Ich weiß die Lösung selber noch nicht. Ich habe es ja noch nicht verstanden. Speichern geht nicht. Wenn wir, das heißt, wir spielen jetzt noch eine halbe Stunde weiter und hoffen, dass dann ein passender Speicherpunkt da ist. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag auch wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö.